Hallo meine Sweeties, hallo meine Lieben, hallo und herzlich willkommen an all diejenigen, die zum ersten Mal ein Video von mir sehen oder zum ersten Mal sogar ein ASMR-Video sehen. Dieses Video soll deiner Entspannung dienen. Deshalb wundere dich nicht, dass meine Bewegungen und meine Stimme etwas in leiserer und verlangsamter Form zu sehen sind. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass wenn ein Mensch sich besonders ruhig und ja, friedlich verhält, dass das automatisch immer auch auf mich übergeht, genau wie in umgekehrter Weise. Wenn jemand sehr hektisch oder aggressiv, sehr einnehmend ist, auf hektische Weise, auf bedrohliche Weise, dass das eben auch etwas in mir auslöst. Und deshalb macht sich ASMR diese Energie sozusagen, die auf uns einströmt, wenn wir mit jemandem interagieren, zunutze, dass wir uns gegenseitig beeinflussen. Und je nachdem, wie empfänglich wir sind für eben Fremdenergien, für die Ausstrahlung, das Verhalten, die Worte anderer Menschen, umso stärker, umso schneller und auch umso langfristiger reagieren wir darauf. Denn ist man ein sehr empfänglicher Mensch, ein sehr sensibler und feinfühliger Mensch, dann kann die Energie dieses Menschen, der etwas in einem ausgelöst hat, auch noch nach dem Zusammensein mit dieser Person weiter in einem Schwingen sozusagen. Und obwohl die Situation längst vorbei ist, hat man zu tun, wieder zur Ruhe zu kommen. Genauso auf positive Weise kann ein sehr angenehmes Miteinander, ein sehr angenehmes Gespräch mit einer Person einen so beflügeln, einen so runterbringen, dass man danach einfach nur einen wundervollen Tag hat und sich wie schwebend durch den Tag bewegt und einfach energetisiert sich fühlt und unverwundbar. Und in diesem Video, meine Lieben, das ich, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, in sanft gesprochener Weise präsentiere, geht es einfach nur um Handy-Tapping, um das Ladekabel. Ich habe ein Spiralladekabel für mein iPhone und das macht auch ganz gute Geräusche, wenn man damit herumspielt. Zusätzlich ist mein Handy, wie es eben immer nach kurzer Zeit passiert, etwas schmuddelig, etwas angefettet durch die Fingerabdrücke und hat somit eine kleine Reinigung nötig. Und ich würde sagen, wenn du es dir nicht schon bequem und gemütlich gemacht hast, lehn dich zurück, setz dich ganz entspannt hin, leg dich ganz bequem hin, vielleicht auf deiner Lieblingscouch oder deinen Lieblingssessel. Oder vielleicht auch in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxi, S-Bahn, U-Bahn, Bus, wo auch immer du dich gerade befindest. Und lass einfach die Bewegungen meiner Hände, den Klang meiner Stimme, lass einfach diese entspannte, ruhige Atmosphäre, wenn du es möchtest, auf dich wirken. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit, ganz viel Ruhe, ganz viel Positivität und wir legen los.
zunächst einmal das iPhone. Es ist ein älteres Modell. Das ist das iPhone 4. Leider noch nicht das 4S, das ich mir aber gerne in naher Zukunft noch anschaffen möchte, da es einfach erschwinglich ist und eine bessere Kamera hat. Und ich liebe Handy-Tapping-Geräusche. Dieses Gorilla Glass, wie man das nennt beim iPhone oder auch bei anderen vielleicht, hat so eine Mischung aus Plastikgeräusch und Glasgeräusch. Ich finde das total angenehm. Wie du sehen kannst, habe ich damals das schwarze Modell bevorzugt, weil ich es einfach ein bisschen edler finde vom Aussehen. Und man kann auch hervorragend sehen, wie dreckig es ist, wie viel fettige Fingerabdrücke darauf sind. Das ist der typische iPhone-Ausschalt, also Standby-Modus-Ton, den ich mag. Hier oben beim iPhone stöpselt man die Kopfhörer an, zumindest bei diesem Modell. Und unten hier in dem breiten Schlitz kommt dann das Ladekabel hinein. An der Seite haben wir den Plus- und Minus-Knopf für laut und leiser. Und hier haben wir einen kleinen Schieberegler, ein kleines Schiebeknöpfchen, mit dem man bequem von lautlos, warte mal kurz, genau, auf Vibration schaltet. Einfach nur von Klingelton, also an, auf Vibration. Hier außen haben wir Metall verbaut. Ich würde vermuten, dass das Aluminium ist. Kann mich auch irren. Und hier oben natürlich der Powerknopf. Und hinten, was ich beim iPhone etwas anstrengend finde, die Kamera in der Ecke anstatt mittig. Aber das ist wahrscheinlich wegen dem Apple-Symbol. Und auch hier die kleine Selfie-Kamera. Und hier an der Seite haben wir auch noch einen Schlitz, den wir mit einem kleinen spitzen Metall, mit einer kleinen spitzen Metallgabel aufdrücken können. Dann öffnet sich diese Klappe und darin ist dann die SIM-Karte, die Micro-SIM oder Micro-SD. Ich glaube, Micro-SIM nennt man das genau. Ich finde es immer wieder verrückt, dass da steht, dass es in China hergestellt wird. Und dann kostet sowas einfach mal 700 Euro. Oder das 7 Plus, habe ich letztens von jemandem gehört, kostet über 1000. Crazy, crazy, crazy. Ich schätze an diesem Handy sehr, dass es noch recht klein ist. Ich mag große Handys nicht. Und dass es sich einfach noch so hochwertig anfühlt, so schwer, etwas höher ist mit dem Metall hier. Ich finde es ein sehr schickes Modell. Und letztens bin ich in einem Handyladen gewesen, weil das Handy durch das immer wieder aus Versehen herunterfallen lassen etwas Schaden genommen hat über die Monate.
und er mir dann einen neuen Akku eingebaut hat, hat er mir gesagt, und er sieht ja sehr viele Handys, er repariert sämtlichste verschiedene Marken, nicht nur iPhone. Und er meinte aber, dass er sagen muss, dass das beste iPhone-Modell, was Apple hergestellt hat, das 4S ist. Einfach insgesamt. Insgesamt von der Qualität, von der Software. Und das hat mich dann noch mehr darin bestätigt, mir das 4S zu holen. Ich habe mich damals nicht für das 4S entschieden, weil ich mich habe blenden lassen im Internet, als ich die beiden Modelle verglichen habe, das 4er und das 4S, stand bei dem 4S, dass es eine geringere Akkulaufzeit hat. Deshalb schlussfolgerte ich naiverweise, dass der Akku minderwertiger ist. Aber das kommt natürlich eher da, es hängt natürlich eher davon ab, oder ist dem geschuldet, dass das 4S einfach viel mehr Akkulaufzeit in Anspruch nimmt, durch mehr Anwendungen, mehr Funktionen oder Prozessor, wie auch immer. Also gar nicht wirklich wegen dem Akku, weil er schlecht ist. Und die Kamera ist besser. Und man kann eben auch sich neuere Apps herunterladen, wenn man das denn möchte, wenn man Interesse an sowas hat. Und das kann ich eben mit diesem nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, reinigen wir erstmal das Handy. Ich mache das wirklich auf ganz, ganz simple Weise. Also ich habe kein Displayreiniger oder irgendwas. Manchmal nehme ich auch Fensterreiniger dafür, dass es streifenfrei wird. Aber am meisten bevorzuge ich einfach eine ganz simple Haushaltsmethode. Das ist einfach ein Mikrofaserlappen, den ich auch zum Putzen von Arbeitsflächen verwende. Und wie du hören kannst, ist der schon feucht, der ist schon durchtränkt mit Wasser und mit Spülmittel. Und dadurch, dass er Mikrofaserstruktur hat, zerkratzt er auch nicht das Display. Genau, und damit wische ich einfach nur mein Handy ab. Ich mache das meistens so, dass ich es komplett ummantle. Es klingt schön für ASMR, das habe ich so nie wahrgenommen. Ich bin so froh für dieses Tageslicht, das nimmt die Kamera so gut auf, dass man nicht immer so einen Gelbstich hat, dass die Farben realistischer rüberkommen, also nicht ganz so realistisch. Wenn es jetzt extrem, also wenn es noch realistischer sein sollte, dann müsste ich hier die Farbsättigung noch etwas hochdrehen. Also der Lappen sieht in etwa so realistisch aus. So ungefähr sieht er aus. Natürlich ich nicht. Ich sehe aus, als hätte ich Schuhcreme im Gesicht. Genau. Aber ja, so in etwa. Ist wieder gut, genau. Also er wird hier im Bild etwas blasser dargestellt, der Lappen. Okay. Damit müssten alle Fettflecken entfernt sein. Ja, und dann müsste ich eigentlich mit einem Brillenputztuch das Ganze putzen. Auf jeden Fall. Wäre eine gute Idee, aber ich mache es eben auf eine nicht so empfehlenswerte Weise, aber mir ist das nicht so wichtig. Schon allein, weil ich vor einiger Zeit noch immer ein Displayfolie drauf hatte. Ich mache es einfach nur mit einem Küchentuch,
Also ich reinige es mit einem Küchentuch, nicht ich mache es mit einem Küchentuch. Ganz sanft ein Baumwollküchentuch. Ganz, 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 ganz sanft. Schön. Dann sieht es wieder ganz, ganz toll aus. Ein bisschen Staub ist drauf. Das macht einen himmelweiten Unterschied. Hier kannst du sehen, super schön sauber, ein paar Kratzer sind leider schon drauf. Ich habe es selbst als gebrauchtes Handy gekauft, also general überholt von Rebuy. Ups, hier sind noch etliche Flecken von Rebuy und hatte da noch 18 Monate Garantie drauf wieder. Und das fand ich ganz gut. Das Einzige war, dass nach kürzester Zeit der Power-Knopf kaputt war. Also der war wie reingedrückt. Es hat nicht mehr reagiert. Dann habe ich es eingeschickt. Es hat leider relativ lang gedauert, 3 Wochen, bis das Handy zurück war. Und ja, wie gesagt, der Akku jetzt. Aber mir ist das Handy wirklich sehr oft runtergefallen. Eben aufgrund meines Ladekabels, weil es so ein Spiralkabel ist. Und mein Laptop auf meinem Stuhl ist und auf meinem Stuhl und ich mein Handy eben per USB-Kabel, per USB-Verbindung an meinem Laptop lade. Wenn ich dann mal vorbeigehe und rankomme, dann fällt es schnell mal runter. Aber ich bemühe mich, das jetzt nicht mehr so oft zu machen. Genau, jetzt sieht es doch ganz schön aus. Jetzt sieht es richtig toll aus. Genau. Ich liebe Show-and-Tell-Videos, wo ich einfach über etwas rede, was ich kenne, was ich ausprobiert habe, wo ich so meine Eindrücke ein bisschen schildere. Werde da auch mal schauen, ob ich in Zukunft vielleicht ein paar Kooperationen mit Firmen machen kann. Natürlich nur für Sachen, hinter denen ich stehe, die mir gefallen, die ich für gut befinde, die ich eben selbst wahrscheinlich vielleicht auch benutze oder danach benutze weiter. Also ich bin keiner der YouTuber, die einfach alles vorstellen. Hauptsache, ich kann ein Video draus machen oder ich kriege Geld dafür. Also mir ist es immer sehr wichtig, dass ich, ja, dass ich da wirklich hinterstehe. Dass ich da authentisch mit euch bin. Weil eben, wie ich am Anfang des Videos sagte, wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Und wenn man etwas sehr überzeugend rüberbringt, dann kann man Menschen damit sehr beeinflussen. Und das sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und ich will es gerne für mich lieber positiv nutzen. Schon alleine, weil ich an das Gesetz der Ursache und Wirkung glaube, auch Karma genannt. Also möchte ich nichts Negatives rausgeben, um dann auch etwas Negatives zurückzubekommen. Schon allein deshalb nicht. Und natürlich auch klar, wegen euch. Ich würde nicht gerne meine Zuschauer verarschen. So. Hier ist das Spiralkabel für mein Handy. Hier haben wir einmal einen USB-Anschluss. Und hier haben wir den Slot, beziehungsweise das Deckerchen, das man dann ins Handy reinklickt. Es gibt dazu noch eine kleine Buchse für die Steckdose, die man hier wieder reinsteckt. Aber wie gesagt, ich lade das Kabel mit dem Handy. Ich lade mein Handy mit diesem Kabel. Und am Laptop. Und deswegen ist für mich diese Ansteckbuchse nicht so wichtig. Und das ist ein sehr hochwertiges Kabel.
Ich weiß, dass man immer eher die Originalkabel empfiehlt vom Hersteller, also von Apple. Aber viele von euch, die die Kabel von Apple kennen, wissen, dass sie zufälligerweise immer irgendwie kaputt gehen und man immer wieder gezwungen ist, dann was Neues zu kaufen. Die fransen immer aus. Also, die fransen hier immer an dieser Verbindungsstelle aus. Wie du hier sehen kannst, haben wir ein richtiges hartes Plastikmaterial, was das schützt vom Ausfransen. Und das habe ich mir total günstig gekauft. Ich glaube bei Konrad Electronics für 4 oder 8 Euro. Also super günstig. Und das hält wirklich. Also da passiert gar nichts mit. Ganz, ganz hochwertig verarbeitet. Ist eigentlich ein Autoladekabel. Aber das ist mir egal. Genau, dann zeige ich dir das nochmal kurz, wie man das hier einstöpselt. Hier das Handy, hier der Slot und hier geht das Ganze dann rein. Und dann würde ich es hier unten gleich an meinem Laptop anstöpseln. Ja, meine Lieben, das war ein kleines Handy-Tapping, Show-and-Tell-Video meines iPhones. Ich hatte auch schon mal die Anfrage zu zeigen, was ich auf meinem Handy so habe. Gar nichts Spektakuläres. Ich benutze das Handy auch wirklich kaum, um daran rumzuspielen. Also ich nehme wirklich eigentlich nur hauptsächlich WhatsApp oder die Nachrichtenfunktion von iPhone zu iPhone, also iTalk. Manchmal, wenn ich unterwegs bin, bvg.de, also Berliner Verkehrsgesellschaft, die Online-Seite, wo man sich Routen ausrechnen lassen kann, wie lange man braucht, wie man fahren muss, also Fahrstrecken. Ja. Und natürlich manchmal die Einstellungen meines Handys. WLAN, An- und Aus, Flugmodus, Wecker. Also wirklich nichts Special-mäßiges. Das ist erstmal so mein Bild, mein Titelbild sozusagen, mit dem ich begrüßt werde. Dann gebe ich meinen Code ein. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe zwar hier diese ganzen Kings-Spiele, Candy Crush, Candy Crush Soda, Farm Heroes und sowas, aber das benutze ich mittlerweile kaum noch, eher am Laptop mal zwischendrin die Kamera. Das ist ein Translator-Programm, wo du halt in verschiedenen Sprachen, meistens nehme ich es für Englisch. Hier haben wir eBay Kleinanzeigen, die App, weil ich manchmal, wenn ich mal wirklich länger unterwegs bin, dass ich dann da mal gucken kann, wenn ich mit jemandem gerade am Verhandeln bin. Kalender, iTalk. iTalk nutze ich, wenn ich mit meinem iPhone für euch zum Beispiel Audio-Vlogs aufnehme. Meine Stimme da einfach nur aufnehme mit dem Handy. Dann das beliebte Shazam, diese Musik-App, wo du, wenn du ein Lied hörst, das du noch nicht kennst, mit dem Handy das aufnehmen kannst und es sagt dir, welches Lied es ist. Fotos, E-Mail, Telefon, Safari, also der Internetbrowser. Musik habe ich auf dem Handy keine. Ja, dann habe ich noch Google Maps, Karten, also die zweite Seite hier ist sozusagen, also das ist die erste Seite, das ist sozusagen die Hauptseite, über die ich am meisten operiere, also auf der ich am meisten unterwegs bin. Und nach hinten nimmt die Priorität der Apps eben immer mehr für mich ab. Hier haben wir Wetter, nochmal die Uhr, iTunes Store, App Store, FaceTime, Google Maps, mein Fernbus. Genau, weil manche voreingestellten Apps kann man hier nicht löschen, deswegen habe ich sie danach ganz hinten verschoben. Also ihr seht, nichts Special-mäßiges, nichts Aufregendes. Jetzt sehe ich wieder so gelb aus, weil die Sonne gerade rauskommt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Und alles, alles Liebe. Und ein schönes Wochenende. Ich freue mich, ich werde heute nach langer Zeit mal wieder eine der Mädchen sehen, auf die ich bis letztes Jahr noch aufgepasst habe, also Kindersitting. Das war
waren 3 Jahre, die ich bei der Familie ungefähr war. Und letztes Jahr haben wir das sozusagen dann auslaufen lassen. Und ich hatte mich die Tage bei der Familie mal gemeldet, weil sie mir mal so eine hübsche Kette geschenkt hatten, aus dem Urlaub mitgebracht. Und da habe ich der Mama der Kinder ein Foto von der Kette geschickt, wie ich sie gerade anhabe. Und dann fragte sie mich, ob ich Lust hätte, heute Abend mal vorbeizukommen. Eine der Mädchen wird nur da sein, weil die andere auf Klassenfahrt ist. Aber ich freue mich schon sehr darauf, wieder ein bisschen Zeit mit der kleinen Maus zu verbringen. Und die andere süße Maus, die habe ich letztens ja auf dem Shawn Mendes Konzert begleitet in Berlin. Da hatten wir auch eine gute Zeit. Also, es gleicht sich alles schön aus, dass ich eben auch die andere sehen kann. Und ja, da freue ich mich auf heute Abend mal wieder dort zu sein. Auch den kleinen Kater zu sehen, den sie haben. Also, kleiner ist ausgewachsen. Timo heißt er. Ein süßer, rotfüchsiger Kater, also ein rotgetigerter. Und er ist auch Freigänger. Das finde ich ganz toll. Und ja, das wird sozusagen heute mein Abend ab 6:30 sein. Und morgen kommt mein Kumpel aus dem Urlaub wieder. Er war eine Woche im Harz mit seiner Motorradgang. Und dann sehen wir uns dann auch wahrscheinlich Sonntag wieder. Da freue ich mich auch drauf. Bald gehen wir dann auch wieder meine Oma besuchen. Es wird auch schön wieder gemeinsam im Garten sein. Vielen Dank fürs Einschalten, dass du deine Zeit ein Stück weit mit mir verbracht hast. Danke für deine Treue, wenn du schon länger dabei bist. Und wie gesagt, herzlich willkommen und danke auch an die, die neu dabei sind und bis zum Ende geblieben sind. Alles, alles Liebe sagt Berlin Jane. Und.